Wie kann man ein Moor wirtschaftlich nutzen? Diese Frage versuchen Forscher bei Neukahlen in Mecklenburg-Vorpommern zu beantworten. Sie haben ein trockengelegtes Moor wieder vernässt und Rohrkolben angepflanzt. Die könnten eines Tages zu umweltfreundlichen Dämmstoffen verarbeitet werden. Eigentlich geht es aber um etwas anderes, erklärt Merline Brendel, Forscherin an der Universität Greifswald. Moore auf der ganzen Welt machen ungefähr 3% der Landfläche aus, speichern aber doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammen. Und Wälder gibt es natürlich wesentlich mehr. Um den Klimawandel zu bekämpfen, sind Moore extrem wichtig. Deshalb gilt es aus Sicht von Experten, die noch vorhandenen Moore zu schützen und trockengelegte Moore wieder zu vernässen. Die Moore sind aber eben Ackerland. Wir können also nicht einfach hingehen und sagen, so, wir setzen jetzt mal dein Land unter Wasser hier bei irgendeinem Landwirt und seine Existenzgrundlage ist damit eben erstmal irgendwie gefährdet sozusagen. Sondern wir wollen, und das ist das große Ziel, die Landwirte auf unsere Seite ziehen, dass sie sagen, hey, das ist total cool, das ist wichtig und sie können davon leben. Landwirt Lorenz Kratzer hält Kühe in der Nähe von Freising in Bayern. Die Tiere weiden auf feuchtem Grund. Kratzer sagt, das Gras wachse hier besser als auf trockengelegten Böden. Nachdem viel entwässert wurde, sind die Standorte trocken geworden. Ist nicht unbedingt ein Vorteil, weil wir sehen ja das mit dem Klimawandel, dass alles trocken wird. Also wäre es ganz gut, wenn wir wieder mehr Wasser bekämen. Vielleicht haben Landwirte bald gute Gründe, ihre trockengelegten Böden wieder zu vernässen. Und zwar ohne in Existenznot zu gelangen.